Schlangen können nichts hören. Sie sind absolut taub. Aber sie nehmen bereits die kleinsten Vibrationen wahr. Und diese drücken jetzt Gefahr aus. Die Eidechsennatter hat es geschafft. Der neue Blick, der sich bietet, erscheint äußerst verlockend. Die Kröte gibt sich unnahbar. Das kann sie auch, denn um ihr Leben braucht sie bei der Eidechsennatter nicht zu fürchten, denn diese mag sie nicht als Beute. Die Höhle ist es, die die Schlange besitzen möchte. Erst will sie es wohl nicht wahrhaben, dann spürt die Kröte doch, sie hat verloren. Obdachlos geworden, macht sie sich davon. Hoch und höher reckt sich indes der König der Provence. Er hat nochmals ein Reich erobert, ein Territorium gewonnen. Weit und verlockend liegt das Land vor dem neuen Besitzer. Die Erkundung des neuen Zuhauses beginnt. Eine Feder, die nach einem Rothuhn riecht. Sehr vielversprechend, denn auch kleines Geflügel verspeist man als Eidechsennatter gern. Aber da hängt noch etwas anderes in der Luft. Etwas viel Besseres. Es versetzt den Schlangenmann in Aufregung. Und tatsächlich, es ist ein Weibchen, was er sieht. Sie dagegen hat die Anwesenheit des Männchens noch nicht bemerkt. Ganz langsam schiebt sich dieses heran. Sie bleibt ohne Argwohn. Sein Geruch gibt ihr Sicherheit. Beide beginnen sich vorsichtig zu umschlingen. Ein zartes Werben. Unser König hat neben dem Territorium eine neue Gefährtin gefunden. Immer wieder berührt er sie. Und genauso bleibt er auf der Hut, beobachtet, dass ihm nicht noch einmal einer in die Quere kommt.
Wieder und wieder umschlingen sich ihre Körper. Bis in die Schwanzspitzen überziehen sie sich gegenseitig mit Zärtlichkeiten. Zwischendurch der aufmerksame Blick in die Runde. Selbst dabei bleiben beide bis zu den Schwanzenden eng umschlungen. Die Paarung ist in vollem Gange. Über der Provence hängt eine trockene, heiße Wärme. Genauso wie das metallen klingende Lied der Zikaden. Nachdem sie sich mehrmals gepaart haben, leben die beiden Schlangen wieder getrennt. Und 4 Wochen später muss die werdende Mutter allein ein paar nötige Vorbereitungen treffen. Mit Nase und Kopf gräbt sie und bewegt auf diese Weise das Erdreich. Selbst Steine verschiebt sie. Die Eier herauszupressen bedeutet ebenso harte Arbeit. Es sind unendlich lange Mühen. Für 7 Eier eine ganze Nacht. Hat sie es geschafft, bleibt das Weibchen total erschöpft einfach liegen. Erst nach einigen Tagen reckt die Eidechsennatter ihre Nase wieder aus der Höhle. Der Hunger treibt sie an. Und just vor der Höhle führt ein ahnungsloses Rothuhn seinen hoffnungsvollen Nachwuchs spazieren. Eins der Küken verliert den Anschluss. Und die Mutter ist weit. Der Tod kommt schnell, fast augenblicklich. So stark wird das Gift. Die Henne sucht, aber zu spät. Und das Schlangenweibchen macht sich schleunigst mit dem Küken davon, um dem streitbaren Huhn zu entgehen. Inzwischen reibt sich das Eidechsennattermännchen zur Territoriumsmarkierung noch einmal mit seinem Duftstoff ein.
Wenig später bricht es zu einer Erkundungstour auf. Weiter und weiter führt der Weg. Ein Areal, das ihm noch fremd ist, will es untersuchen. Ein Bauernhof mit Tieren erregt seine Aufmerksamkeit. Bisher unbemerkt kriecht die Schlange vorwärts. Viele unterschiedliche Gerüche gibt es hier. Aber ein besonderer Geruch ist es, dem das Männchen folgt, ein ihm sehr vertrauter Geruch. Die Ziegen schauen die Schlange neugierig an. Beide Seiten nehmen interessiert Notiz voneinander, ohne richtig zu wissen, was sie jeweils vom anderen halten sollen. Die Duftspur zieht die Schlange magisch zur Futterkrippe der Ziegen. Eine Maus. Die Schlange hat sie schon von weitem gerochen und sich punktgenau hierher führen lassen. Verfehlt. Der Eidechsennatter ist kalt. Ohne die wärmenden Sonnenstrahlen wird ihr Körper schwerfällig und langsam. Deshalb sucht sie nun das warme Stroh unter der Henne und zischt bedrohlich nach dem Federvieh. Eier stehen nicht auf ihrem Speisezettel. Jetzt heißt es aufpassen und blitzschnell reagieren. Ihr größter Feind hat sie entdeckt. Sekunden, die zwischen Leben und Tod entscheiden können. Unbarmherzig töten die Bauern jede Giftschlange, die sich auf ihre Höfe verirrt. Wegen der vermeintlichen Gefährlichkeit und der Unruhe, die sie verbreiten. Ziemlich geschunden, aber am Leben, sucht sie das Weite. Nur noch zur Höhle will sie zurück.
Erneut muss diese fremdartige, aber so angenehm warme Fläche überquert werden. Und immer wieder spürt sie diese bedrohlichen Vibrationen. Für den Moment scheint alles ruhig, die Teerstraße passierbar. Es war ein schöner Sommertag. Genau zur selben Zeit schlüpft in der Höhle aus den Eiern eine neue Generation Eidechsennattern. Wieder werden neue Könige der Provence geboren. Eine Weile bleiben die Kleinen noch liegen. Sich aus der Schale zu zwängen, bedeutet riesige Anstrengung. Eine ganze Woche dauert es, bis sie sich aus dem steinigen Nest schlängeln. Gerade mal 20 Zentimeter lang sind sie und äußerst neugierig. Was wird aus ihnen werden? Das Junge bemerkt nicht die kleine Eidechse in der Flasche. Plötzlich kommt eine Viper, zwar nur ein Jungtier, aber ihr Gift wirkt bereits schon wie bei einem erwachsenen Reptil und ist weitaus stärker als das einer Eidechsennatter. Die kleine Eidechsennatter behauptet sich. Schnell beißt sie dem Vipernbaby in den Kopf. Obwohl noch blutjung, sind doch die Bewegungen schon schnell und präzise. Erst die Beute mit den Zähnen erfassen, dann das Opfer umschlingen, um es besser halten und zu den weit hinten sitzenden Giftzähnen ziehen zu können. Und hier dann das Gift wirken zu lassen. Die Viper wird dabei wie in einem Schraubstock gehalten, damit sie ihr eigenes Gift nicht einsetzen kann, selbst aber innerhalb weniger Minuten tot ist. Zu gleicher Zeit kriecht eines der Geschwister genau die raue, steinige Ebene entlang und gerät zur Asphaltstraße. Es hat Glück. Und Glück wird es weiter brauchen. Ebenso wie damals unser König, die alte Eidechsennatter, die sich müde und erschöpft auf diese seltsam warme Fläche mit ihren plötzlichen, unheilverkündenden Vibrationen wagte. Und es schaffte an jenem schönen Sommerabend.